big ships still sink, but my boat's afloat. Hands up high for the ones who know. I'll get by for the ones I know. With a drink up high for the ones I know. When I'm standing tall. Hallo YouTube, ich bin Rex, ich begrüße euch hier ganz herzlich auf dem Anonymous Clan-Kanal. Ja, ich bin Niklas, bin 18 Jahre alt und bin jetzt ganz neu Anonymous als Kommentator gejoint. Denn ich schaffe es nicht, so krasse Gameplays zu reißen, denn ich bin Competitive-Spieler. Und ja, apropos heftiges Gameplay, im Hintergrund seht ihr eine 74er Gunstreak von Doppel-A spielt mit der CUDA auf Nuketown. Ich habe heute eine kleine Real-Life-Story mitgebracht. Und zwar, ja, die ist mir selber passiert, in meiner Gegend hier. Ja, ich bin ja schon 18, für die, die am Anfang aufgepasst haben. Und ich habe natürlich auch einen Führerschein und ein eigenes Auto. Und ja, da ist mir ein Kollege von mir hat mich angerufen. Ich habe mir noch ein bisschen Geld geschuldet. Das waren irgendwie 20 Euro. Und der wohnt 4 Straßen weiter. Also ich muss so die Hauptstraße langfahren und dann die 4. Straße rechts rein. Und davor war ich noch kurz beim Kiosk, weil ich hatte nur einen 50-Euro-Schein und ich musste kurz wechseln. Dann habe ich mir da eine Packung Haribos gekauft und bin dann halt ins Auto gestiegen und wollte weiter zu meinem Kollegen. Ja, auf der Straße, also in seiner Straße sozusagen, die Straße war direkt gegenüber vom Kiosk. Ich fahre dann da so ganz normal rein. Auf einmal sehe ich so wie so ein, ich dachte erst, der wäre betrunken, aber wie so ein normaler, keine Ahnung, 50-jähriger Mann, normal gebaut, einfach auf die Straße rennt aus so einer Seitengasse raus und war halt oberkörperfrei und ich dachte halt, der wäre irgendwie alkoholisiert oder so. Ich natürlich angehalten und geguckt und dann sehe ich auf einmal, wie so sein Kopf blutet und dann ist da so einer, der so, keine Ahnung, so 1,90 Meter, 2 Meter groß, maskierter Mann, ihn hinterherläuft und ihn mit einem Todesschläger einfach richtig hart ins Gesicht haut die ganze Zeit. Dann, ja, also das hat er 3-4 Mal gemacht, dann hat er die Flucht ergriffen und gegenüber war auch noch ein Mercedes mit zwei, keine Ahnung, so, ich denke mal mein Alter, so 19, vielleicht auch schon 20, die sind dann ausgestiegen, wollten den richtig eine reinhauen, aber die haben den leider nicht bekommen, weil der direkt weggerannt ist, also der ist halt nur hin, den 3-4 Mal ins Gesicht gehauen mit dem Todesschläger. Und dann ist er weggerannt. Ich bin ausgestiegen, habe dann einen Krankenwagen gerufen. Und ja, der Mann war auf jeden Fall bewusstlos am Anfang. Und als der Krankenwagen dann kam, dann ist er so nach 15, 20 Minuten langsam zu seiner, ja, zum Sprachrecht, sag ich mal, gekommen. Also er konnte dann wieder reden. Und ja, was ich dann von ihm gehört habe, das hätte ich echt nicht gedacht. Richtig krass. Wir saßen dann halt zusammen im Bus, also in dem Bulli von der Polizei, mussten halt eine Zeugenaussage machen, deswegen habe ich so ein bisschen seine Aussage auch mitgehört. Und er meinte halt so, ja, ich war gerade am Duschen und ich habe ein Paket erwartet, bin dann, nachdem es geklingelt hat, nach unten gegangen, weil ich dachte, ich bekomme das Paket jetzt. Er läuft nach unten und dann bedroht ihn da ein Mann, ein maskierter Mann mit einem Messer. Und will halt irgendwie reinkommen oder so. Er hatte aber einen gelben Karton in der Hand, weil seine Tür war irgendwie, da war nur Glas, so dass man nur die Füße sozusagen sehen konnte. Oben war halt kein Glas. Und ja, er ist dann nochmal, hat dann halt gesagt, hä, was wollen Sie und so. Und der hat ihn dann einfach, ihn so weggeschubst. Also nicht der Räuber, sondern der andere, der normale Mann, hat ihn so weggeschubst und der hat ihn einfach einmal kurz mit so einem Messer, also er hat ihn mit einem Messer bedroht, hat ihn irgendwie in die Niere gestochen und dann ist er auf die Straße gerannt, weil das ist ja das Beste, was er natürlich in der Situation machen kann. Macht er die Türen oder so zu, dann kann es ja sein, dass er irgendwie durch sonst was durchkommt. Und dann wird es noch gefährlicher. Ja, und dann war der halt so schon leicht angeschlagen und ist dann halt zur Straße gerannt. Ich weiß nicht, was der andere dann gemacht hat, hat er zumindest nicht gesagt. Also der Räuber, was der gemacht hat. Und dann so nach, keine Ahnung, so 20 Sekunden meinte er, kam er dann angerannt und hat ihn dann halt niedergehauen. Und ab da hab ich dann halt eine Täterbeschreibung gemacht und sowas. Und richtig krass, obwohl ich gar nicht in so einer Gegend lebe. Ja, das ist schon ziemlich heftig, so ein kleiner Schock, man will eben nur Geld wegbringen und ja, man kann es einfach nicht machen, weil da irgend so ein Spasti irgendjemand über den Haufen haut. Ich weiß nicht, ich habe immer noch keine Post bekommen, ob das jetzt aufgelöst worden ist oder nicht, das ist jetzt schon 3 Wochen her, aber das ist ja auch egal. Ja gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Real Life Story hat euch gefallen. Und ja, schaut auf jeden Fall bei mir vorbei, schaut bei den Gameplay-Spielern vorbei, richtig krasses Gameplay. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, auf Wiedersehen, um Rex zu sehen, haut da rein.